Hallo, es gibt wieder Ideen für euch aus der Redaktion. Ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen. Ich zeige euch heute ein weiteres Schalmuster, eine Variante des Zickzackmusters. Ich verwende auch hier die Montego Color Linie 55. Sie besteht zu 60% aus Schurwolle und 40% Polyacryl und hat eine Lauflänge von 100 Meter auf 100 Gramm. Ich verwende eine Rundstricknadel Nummer 7. Für einen Schal schlage ich 22 Maschen an. Geht mir hier das Garn aus. Ich habe jetzt 18. Das reicht, um das Muster zu zeigen. Also eine gerade Maschenzahl verwenden. Nun werde ich die Rückreihe einmal mit linken Maschen abstricken und danach geht es dann mit dem Zickzackmuster weiter. Die Randmasche auch links stricken und nun die Arbeit wenden. Hier nun die Randmasche rechts stricken und nun in die zweite Masche eine rechts verschränkte Masche stricken, die Masche überziehen und die folgende Masche ebenfalls rechts verschränkt stricken. Die zweite rechts verschränkt stricken, die Masche überziehen und die erste Masche verschränkt stricken. Überziehen und die erste ebenfalls verschränkt stricken. Überziehen. Überziehen. In der Rückreihe nun die Randmasche links stricken, die erste Masche ebenfalls links stricken und nun die zweite links, dann die Masche überziehen und die erste links. Die zweite links, die Masche überziehen und die erste links. Die zweite links, überziehen. Und die erste links. Und wir enden mit einer linken Masche und die Randmasche links stricken. Diese beiden Reihen wiederholen sich ständig, also ich stricke nun die Randmasche wieder rechts, die zweite verschränkt, überziehen und die erste verschränkt. Die zweite verschränkt, überziehen und die erste verschränkt.
und die Randmasche wieder rechts, wenden, die Randmasche links plus eine Masche links, dann wieder die zweite links überziehen und die erste links. Die zweite links überziehen und die erste links. Und die letzte links und die Randmasche. So entwickelt sich dieses Muster. Man muss hier also nur beachten, dass in der Hinreihe das Muster gleich nach der Randmasche beginnt und in der Rückreihe strickt man zunächst eine Masche links, bevor man dann mit diesem Muster mit den überzogenen Maschen beginnt. Ansonsten wiederholt sich eben die Hin- und die Rückreihe ständig. Und die Randmasche jeweils auf der rechten Seite rechts und auf der linken eben links stricken. Hier kommt das Muster besonders mit einem Colorgarn gut zur Geltung. Ich wünsche euch viel Spaß damit.